Ivan Rebrov, ein Mann und eine Stimme, die jeder kennt. Nach seinen ungewöhnlichen Schallplattenerfolgen, nach seiner viel umjubelten Europa-Tournee, singt er nun endlich zum ersten Mal im Spielfilm. Das Lied der Balalaika. Mit Ivan Rebrov, dem großen Sänger und den erlesensten Arien des Weltrepertoires. Boris Godunov. Falstaff. Fieldes Maus. Wenn ich mit anderen Wodka trink und Fledermaus. Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein. Sonst werde groppig sehr. Wenn man Sorgen und Kummer vergisst, wenn man Fröster, Getröster, Gepröster, Getröster, ganz besoffen ist mehr als ein Sängerfilm. Das ist Spannung, Action, Turbulenz und Humor. Das Lied der Balalaika. Auch Katja Epstein ist mit von der Partie. Und viele andere schöne Frauen und bekannte Schauspieler. Das Lied der Balalaika. Ein Film, den Sie nie vergessen werden. Ein Film mit Ivan Rebrov, dem großen Sänger mit der samtweichen Stimme.